Herzlich willkommen zu einer neuen Fact-Folge von SSL und heute mal mit dem Thema, ob man Hexaplay erreichen kann, beziehungsweise ob Hexaplay möglich wäre. Was das genau ist, das versuche ich euch jetzt einmal kurz zu erläutern. Zunächst einmal ist Hexaplay abgeleitet vom Triple Play, beziehungsweise vom Triple Play Achievement, was mit dem Update V0984 am 9. Mai 2017 erschienen ist, was auch gleichzeitig übrigens das God Roys Update Nerfding enthalten hat. Wenn man sagt Triple Play, 3 quasi und Hexaplay wären dann 6. Heißt, ob man denn aus dem Triple-Play ein Hexaplay machen könnte, und um das überhaupt zu erreichen, muss man bestimmte Skillshots machen. Um Skillshots zu machen, braucht man eben verschiedene Spielmodi wie Deathmatch, Reborn, Marksman und sowas. Interessanter Fakt dabei, der Assassin-Modus kam erst am 29.05.2015 ins Spiel mit V0914. Da kann man natürlich den normalen Kill machen und den Assassination Kill, dazu gleich mehr. Juggernaut kam 4-5 Tage später, am 2.06.2015 mit V0914. Da kriegt man natürlich den Juggernaut-Kill und den Kill. Beim Reborn, der kam erst am 9.10.15, also Reborn ist noch nicht von Anfang an dabei mit V0934. Da natürlich zusätzlich Bumper und halt auch Killmöglichkeit. Bei Marksman erst erschienen am 6.03.2016 mit V0958. Da kriegt man dann nur den Target-Skillshot. Kein Kill möglich übrigens in dem Modus. Charge kam erst am 28.09.2016, also jetzt knapp vor 2 Jahren fast, mit V09615. Da kann man keinen Kill machen und auch keinen Skillshot. Shocker am 21.02.2017, kennen wir ja, V0978, der Modus, der nichts bringt. Und da weiß ich es gar nicht, ist mir aber auch scheißegal, da kann man keinen Skillshot machen und das übliche Deathmatch. Was von Anfang an ging, war, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, mal 2. Also Buff-Skillshot, Portal-Skillshot und Bumper-Skillshot kam eben erst durch Reborn am 9.10. dazu. Und was jetzt vor kurzem erst kam, das heißt vor kurzem, auch schon über ein Jahr her, am 6.07.2017 mit V0987 kam das Black Hole dazu mit einem Black Hole-Skillshot. So, wenn wir vom Achievement Triple Play reden, muss man ein bisschen aufpassen, weil Triple Play ist wirklich nur machbar, wenn man genau 3 Skillshots macht, und zwar Buff-Skillshot, Portal-Skillshot und Bumper-Skillshot. Anders geht das nicht, obwohl es viel mehr Variationen dazu geben würde, insbesondere wo das Black Hole jetzt dazu kam, was man im Sickest Shot Video eigentlich ganz gut sieht. Man sieht zum einen im Sickest Shot 2 die Fake Triple Plays, kann man es mal sagen, also Triple Plays, die wirklich nicht aus Buff, Portal, Bumper bestehen, kann man bei mir im Sickest Shot oder im Shellshock Live Sickest Shot Nummer 2 ganz gut sehen. Blende ich auch hier gerade mal ein, die 2 Schüsse. Und die richtigen Triple Play wirklich jetzt mit Buff, Bumper und Portal, die sieht man im Sickest Shot Nummer 3 ganz gut. Also es gibt da haufenweise eigentlich schon Szenen, wo Triple Play, wo ich es erreicht habe, aber da war das Achievement noch nicht da. Und wie gesagt, Fake Triple Play wäre quasi in dem Fall Sickest Shot 2, ihr nehmt dann Kill mit dazu, oder jetzt im neuen, ihr nehmt dann Black Hole mit dazu. Somit könnt ihr ein Triple Play, wenn wir dieses Fake Triple Play nehmen, auch mit Kill, Black Hole und vielleicht Assassination machen. Habt dann natürlich die 3 Sachen, die ihr fürs Triple Play Achievement nicht machen könnt. Wenn wir schon beim Thema sind, was können wir denn eigentlich machen, um ansatzweise auf Hexaplay zu kommen, muss man mal dazu sagen, dass wir die Modi, die 8 Modi, die wir haben, Deathmatch, Reborn, Points, Charge, Shocker, Juggernaut, Assassin und Marksman, fallen schon mal 4 Modi raus, wo man gar keinen Kill machen kann. Wie gesagt, ihr habt als feststehende Skillshot, sag ich mal, habt ihr das Black Hole, das Portal, den Buff, also das mal 2, und den Bumper. Diese 4 Sachen können, das ist möglich, in einer Runde gleichzeitig spawnen. Heißt, ihr könntet, oder ihr müsst dann in dem Fall, 4 Skillshots schaffen. Also jetzt haben wir schon mal 4 von unserem Hexaplay, was wir ja wollen. Dann fallen Shocker, Marksman, Points und Charge raus, weil wir keinen Kill machen können. Im Shocker, wenn das Tor als Skill zählt, keine Ahnung, aber ihr könnt ja keinen Kill machen, deswegen bringt es nicht viel. Im Marksman keinen Kill, das ist ja logisch, ihr schafft halt hier den Target-Skillshot dazu gleich. Points und Charge sollte klar sein. Im Charge ist eigentlich nur, wie viel Damage kann man so ungefähr maximal machen, wie im Points. Im Deathmatch und im Rebound haben wir keinen Zusatz quasi außer Kill, weil wir können den Kill zwar machen, das ist schön und gut, aber ihr habt natürlich im Assassin noch den Zusatz Assassination. Im Juggernaut gibt es den Kill, gibt es den Zusatz Juggernaut noch. Das Problem ist im Juggernaut, ihr müsst den Juggernaut-Typ killen und ihr müsst quasi so lange warten, erstmal müsst ihr den runterschießen. Und dann müsst ihr in dieser einen Runde, in der ihr den killen wollt, das Glück haben, dass die 4 Sachen spawnen, die 4 anderen Skillshots mit Portal und so. Und braucht dann eine Waffe, mit der ihr da durchtrefft, und da müsst ihr ihn killen. Heißt, die Chance dazu ist extrem unwahrscheinlich. Heißt, es fällt jetzt mal raus, wäre aber möglich. Und jetzt sind wir schon bei der Sache Assassin. Der letzte Modus, der gehen würde, weil bei Assassin habt ihr nur einen Target. Den müsst ihr natürlich auch killen, dass ihr Assassination und den Kill habt. Und
braucht die vier Sachen, die spawnen. Das Gute dabei ist, das kann man ein bisschen entweder rauscampen, aber ist trotzdem extremes Luck, weil ihr habt zwar 8 Spieler auf dem Feld, wenn es hochkommt, aber ihr habt nur einen Gegner. Heißt, Hexaplay ist möglich. Dazu auch aus dem letzten Livestream, wo diese Hexaplay-Idee auch aufkam, haben wir auch Assassin gezockt und ich hatte zufällig, mit Glück eigentlich, muss wirklich sagen, mit Glück, wir haben 100 AP gespielt, ein Target, der keine Armor hatte, heißt 100 AP, ich hatte Mega Nuke und da sieht man es ganz gut, läuft gerade im Hintergrund, dass ich Assassination und Kill bekomme. Wären jetzt da noch 4 zusätzliche Sachen in der Luft, wäre Hexaplay möglich. Es gibt schon öfter Szenen mit Quadraplay, wobei ich in meinem Sickest Shot keine gefunden habe. Ich habe alle tatsächlich nochmal durchgeschaut. Ich habe keine gefunden, aber ich glaube von anderen Leuten gibt es Quadraplay. Es gibt ja Doubleplay, indem man nur 2 Sachen macht, wobei Doubleplay beschränkt sich wirklich, ob es jetzt Kill Portal oder Buff Black Hole, 1 von 2 möglichen Skillshots. Es kann auch Assassination Kill sein, wäre auch schon Doubleplay nach meiner Ansicht. Triple Play, vorhin schon erklärt, Quadraplay wäre dann zum Beispiel alle 4 Sachen nicht spawnen können. Oder zum Beispiel Triple Play mit Kill, das habt ihr im Sickest Shot 2 gesehen, da fehlt halt 1 von den Schwebedingern, sage ich mal. Sickest Shot 2 kam ja schon vor dem Black Hole Release. Und Quadraplay zu 5, ob das jetzt Quinterplay oder Penderplay heißt, sind wir uns jetzt so ganz einig. Ist das gleiche in grün und Hexaplay ist das Maximale, was ihr erreichen könnt mit Assassin. Natürlich könnt ihr das jetzt mal im ganzen Livestream ausprobieren, es rumzucampen im Assassin 100 HP und warten, bis mal 4 Sachen spawnen. Und quasi jeden schon mal so weit runterschießen, dass er nur noch 10 HP hat oder sowas. Darf auch kein Ausrutschkill passieren und der eine Waffe hat, die möglich wäre, zum Beispiel Mama Seagull. Auch Bouncy Ball möglich, wobei bei Bouncy Ball musst du wirklich extremes Glück haben, dass du den Gegner triffst, weil die Chance ist zwar groß, dass du die 4 Sachen triffst, aber die Chance ist sehr klein, dass du den Gegner killst. Bei der Mama Seagull ist halt das Problem, du musst schauen, dass du die 4 Sachen triffst und erst dann den Gegner killst. Du kannst natürlich schon mit dem ersten Scheißkügelchen, kannst du den Gegner schon killen, bringt dir bloß dann nichts mehr. Das ist das Problem. Man kann es probieren, man kann es mal campen, aber es ist möglich. Ich habe jetzt auch einen Screenshot da, wo wirklich mal alle 4 Sachen gleichzeitig spawnen, aber wir hatten es schon des Öfteren. Es ist übrigens die typische Konstellation für Quadraplay, möchte ich mal kurz anmerken. Kannst mal probieren, auf jeden Fall die Frage, ob Hexaplay möglich ist, kann man in der Theorie schon mal beantworten, in der Praxis gibt es noch keine Szene dazu. Bin immer gespannt, vielleicht haben wir irgendwann einmal das Glück oder irgendjemand hat mal das Glück und nimmt es auf, weil hat mal in der Mitte vom Feld wirklich diese Auflistung hintereinander, Buff, Portal, Bumper, Black Hole, Kill, Assassination. Ich hoffe, euch gefallen solche kurzen, ist es möglich oder was ist der höchste Damage oder dies und jenes. Gott, dazu mache ich auch nochmal ein Video, weil ich darauf auch mal angesprochen wurde. Oder was meine Lieblingswaffen sind, ich glaube, das machen wir mal ins Video rein. Das sind vielleicht ein kleinere Videos, ich tue es ein bisschen vorproduzieren, die dann über den September hinkommen. Und ja, das war das erste Video davon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein.